Willkommen zu meinem Kontraste-Video. Heute zeige ich euch 5 Beispiele, wie ihr in euren Bildern Kontraste anheben könnt. Die erste Möglichkeit ist, wir duplizieren unsere Ebene und stellen einfach Ebenenmodi um. Mit rechter Maustaste, neues Smart Objekt durch Kopie, Ebenenmodi auf weiches Licht. Wir sehen, die Kontraste sind schon ein wenig höher und mit hartes Licht können wir dies noch ein bisschen übertreiben. Mit der Deckkraft können wir dies dann ein wenig regulieren. Kommen wir auch schon zum zweiten Beispiel. Da gibt es die Möglichkeit, eine Tonwertkorrektur hinzuzufügen. Dies können wir machen, indem wir entweder unter Korrekturen oder hier unten unter dem Symbol Tonwertkorrektur auswählen. Die 2 Pfeile rechts und links zeigen uns die Lichter sowie die Tiefen an. Wenn wir diese zueinander schieben, können wir dann den Kontrast ein wenig anheben. Auch dies können wir dann mit der Deckkraft ein wenig regulieren. Die dritte Möglichkeit ist die Schwarz-Weiß-Ebene. Die Schwarz-Weiß-Ebene findet ihr auch wieder in den Korrekturen. Ja, hier ist sie. Und wir stellen den Ebenenmodus auf Luminanz. Hier können wir dann mehrere Möglichkeiten einstellen, wo wir die Kontraste separat einstellen bzw. regulieren wollen. Auch dies natürlich können wir regulieren nochmals mit der Deckkraft. Kommen wir auch schon zur vierten Möglichkeit und zwar wählen wir da einen Filter aus. Wir duplizieren unsere Ebene wieder, neues Smart-Objekt durch Kopie und nutzen den Filter, Scharfzeichnungsfilter, selektiver Scharf. Nein, Quatsch, unscharf maskieren. Nun können wir hier einen recht hohen Radius auswählen und die Stärke nutzen. Wir sehen im Vorschaubild schon, wie die Tiefen tiefer werden und die Lichter heller werden. Mit OK bestätigen wir dies und wenn wir näher heranzoomen, sehen wir auch schon den großen Unterschied. Nun kommen wir auch schon zur letzten Option und meiner Meinung nach meine Lieblingsoption, Kamera RAW. Ich arbeite ja unglaublich gerne mit Kamera RAW und mit Kontrasten spiele ich da besonders gerne. Wir haben da zum einen den Kontrastregler und wir haben die Lichter, die wir höher ziehen können und die Tiefen nach unten ziehen können. Ich übertreibe das jetzt alles mal ein bisschen, um das deutlicher zu machen. Und wir haben noch Weiß und Schwarz. Wir können also in dem Fall auch ein wenig dagegen steuern und dies ein wenig regulieren. Auch mit Klarheit können wir einen bestimmten Kontrast hinzufügen. Auch noch die Möglichkeit, in den bestimmten Farboptionen können wir die Kontraste erhöhen. Ich hoffe, die Optionen helfen euch ein wenig bei euren Bildern. Und welche Option jetzt für euch geeigneter ist, müsst ihr selbst entscheiden, beziehungsweise von Bild zu Bild ist dies ja auch unterschiedlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch Daumen nach oben, schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ich euch bei einem weiteren Video wiedersehen würde und dann sage ich einfach mal bis dahin.